Ach ja, ich hätte ja auch Frostwaffen machen können, dann macht Levi mehr Schaden. Lololo. Und da spielt der alte Penner hier. Wandelnde Bombe. Explodiert, Jungchen. Sein Kumpel mit in den Tod reißen. Los, weiter geht's. Ein Tiefenlaura. Ach, wie süß. Wieso klettert mir das hier ab? Jetzt ist aber Ruhe hier, oder? So, einfach alles mitnehmen. Ihr werdet schon alles gebrauchen können. Das sollte kein Problem sein. Los geht's. Das war's. Das sollte kein Problem sein. So. Schon wieder eine Gürtelschnalle der Winde. Ja. Ich hab's ja schon gesagt, ich kapier das nicht. Aber ist ja auch wurscht. Okay, wir kommen hier schon wieder. Aha. Sollte wieder was getroffen. Deine Schwäche, deine Angst, ihr fällt dir nicht. Ihr lebt noch. Ja, ich bin ein Bösewicht. So, mal schauen. Ah, hier ist noch was. Eine Elfenwurzel. Na, die können wir immer gebrauchen. Und das ist eine Truhe mitten in der Folterkammer. Frostrune des Novizen. Interessant. Dann jetzt wieder. Aha. Machen wir erstmal den Wächter rum. Gut, ui. Ja, bin ich aber eilig. So. Na. Wo ist der Feind? Ich sehe das. Ah, hier. Der Erbauer hat uns gesegnet. Ach, das bezweifle ich. Ich bezweifle, dass der Bauer uns gesegnet hat. Wir brauchen einen anderen Zugang zur Kammer der Phylakterien. Ui. Lasst uns das Repositorium untersuchen. Schick, eine Drachenstatue. Oder hier. Das ist ein Schädel mit einem... mit ein paar Nägel drin? Naja, wem es gefällt. Oh, die alte Wand kann jeden Moment einstürzen. Wird erledigt. Ich glaube, die Kammer der Phylakterien ist auf der anderen Seite der Wand, hinter diesem Bücherregal. Na, die Wand scheint hier nicht sehr stabil zu sein. Wir sollten etwas finden, mit dem wir ein paar Ziegel herausschlagen können. Okay, aber das Bücherregal steht im Weg. Gemeinsam können wir es verschieben. Na los! Na ja, hau Rock. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie durch die Wand kommen. Na, das sollten wir doch wohl schaffen. Das sollte kein Problem sein. Benutzt es zusammen mit dem Stab. Das klappt bestimmt. Rasch, wir haben wenig Zeit. Na dann. Los geht's. Schick. Das haut wenigstens rein. Das ist die Kammer der Phylakterien. Wir müssen kalt. Schnell Jowens Phylakterion finden. Zu schade, dass sie meins nach Denerim gebracht haben. Würdet ihr eures auch zerstören, wenn es hier wäre? Na Logo. Natürlich, dann könnte ich mich auch... Da könnte ich auch fliehen. Das könnt ihr doch. Wenn ihr mal draußen seid, fangen sie euch nie. Ihr könntet ihnen ausweichen. Ihr seid klug. Nicht so wie ich. Suchen wir einfach mein Phylakterion. Okay. Na dann, Phylakterion, wo bist du? Ich sagte Phylakterium, nicht Wächter. Wahaha.
Schwäche. So. Komisch. Heißt es nicht in der Kirche, man soll nicht töten? Aber na ja. Was soll's? Verstanden. Verzauberkapuze. So. Jetzt bin ich ein Kapuzenhaini. Ah, Jowens Phylakterion. Wir haben es geschafft. Fangen wir an. So, das sollte es sein. Das ist mein Phylakterion. Ihr habt es gefunden. Unfassbar, dass dieses kleine Fläschchen zwischen mir und der Freiheit steht. So zerbrechlich, so leicht zu beseitigen. Und seine Herrschaft über mich endet. Und ich bin frei. Schön. Können wir endlich abhauen? Dann lass uns weitergehen. Ich will keinen Augenblick länger bleiben. Ja, schnell weg hier. Es ist langsam etwas kalt hier. So, dann jetzt können wir uns endlich schlafen legen. Wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Danke. Wir hätten es niemals. Ihr hattet also recht, Perry. Oh oh. Ich versichere euch, es ist nicht so, wie es aussieht. Eine Anwärterin paktiert mit einem Blutmagier. Achso, das ist wirklich so, wie es aussieht. Sie wirkt schockiert, aber im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Sie ist also keine Vasallin des Blutmagiers. Ihr hattet recht, Irving. Die Anwärterin hat uns hintergangen. Die Kirche wird eine angemessene Strafe verhängen. Und er hier, kaum ein Magier und schon die Regeln des Zirkels brechen. Welche Regeln? Ihr habt mich enttäuscht. Ihr hättet mir von dem Plan berichten können und habt es nicht getan. Warum sollte ich? Die Magier sind euch doch gleichgültig. Ihr katzbuckelt nur vor den Launen der Kirche. Jowen, macht es bitte nicht noch schlimmer. Genug! Als Kommandant der hier versammelten Templer verurteile ich diesen Blutmagier zum Tod. Nein. Und diese Anwärterin hat die Kirche und ihr Gelübde entehrt. Bringt sie zu Eona. Das Gefängnis der Magier? Nein, bitte nicht! Nicht dorthin! Nein! Fasst sie bloß nicht an! Jowen, mach keinen Scheiß. Beim Erbauer. Blutmagie. Wie konntest du? Du sagtest, du würdest nie... Ich gebe zu, ich habe es versucht. Ich wollte ein besserer Magier werden. Blutmagie ist böse, Jowen. Sie vergiftet die Leute. Verändert sie. Ich werde sie aufgeben. Die Magie überhaupt. Ich will nur bei dir sein, Lily. Bitte komm mit mir. Ich habe dir vertraut. Ich wollte alles für dich opfern. Ich weiß nicht, wer du bist, Blutmagier. Bleib weg von mir. Seid ihr wohl auf? Wo ist Gregor? Ich wusste es. Blutmagie. Aber dass er so viele besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass er so mächtig ist. Schauen, sagte er, sei kein Blutmagier. Keiner von uns hat damit gerechnet. Seid ihr wohl auf, Gregor? So wohl auf wie unter den Umständen möglich. Hättet ihr mich früher handeln lassen, wäre das alles nicht passiert. Jetzt haben wir einen Blutmagier auf der Flucht und keine Möglichkeit, ihn aufzuspüren. Ja, Joan hat sein Phylakterion zerstört. Wo ist das Mädchen? Ich bin hier, Sir. Ihr habt einem Blutmagier geholfen. Seht nur, wie viele gute Männer er verletzt hat. Hey, sie hat es aus Liebe getan, du Arsch. Ihr wart ein Freund, aber ihr müsst mich nicht länger verteidigen. Kommandant, ich war im Unrecht. Ich war die Komplizin eines Blutmagiers. Ich akzeptiere jede Strafe, die ihr für angemessen haltet. Sogar Eona. Weg mit ihr, aus meinen Augen. Nun zu euch. Ihr wisst, wozu das Repositorium dient. Manche Artefakte, manche Magie werden aus gutem Grund weggesperrt.
Habt ihr etwas Wichtiges aus dem Repositorium an euch genommen? Nein. Aber eure Possen haben diesen Zirkel zum Gespött gemacht. Was sollen wir mit euch machen? Was immer ihr wollt, ich stehe zu meiner Entscheidung, Jauren zu helfen. Ihr habt einem Blutmagier zur Flucht verholfen. All unsere Vorsichtsmaßnahmen waren umsonst. Nur wegen euch. Tja. Kommandant, wenn ihr erlaubt. Ich suche nicht nur Magier, die sich der Armee des Königs anschließen. Ich rekrutiere auch für die Grauen Wächter. Irving sprach sehr lobend von diesem Magier. Und ich möchte, dass er zu den Wächtern kommt. Duncan, dieser Magier hat einem Malefiker geholfen und einen Mangel an Respekt vor den Regeln des Zirkels bewiesen. Er ist eine Gefahr. Oh. Für uns alle. Ja, ja. Nur die wenigsten setzen für einen Freund in Not alles aufs Spiel. Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich rekrutiere diesen Magier. Nein, ich lasse das nicht unbestraft durchgehen. Wenn die Grauen Wächter mich wollen, gehe ich mit Freuden mit. Gregor, wir brauchen Magier. Wir brauchen diesen Magier. Es gibt Schlimmeres auf der Welt als Blutmagier, und ihr wisst das. Ich nehme diesen jungen Magier unter meine Aufsicht und übernehme für all seine Taten die Verantwortung. Ein Blutmagier flieht, und sein Komplize kommt nicht nur straflos davon, sondern darf auch noch ein grauer Wächter werden. Tja. Bedeuten unsere Regeln gar nichts? Nö. Haben wir keine Autorität mehr über unsere Magier? Nö. Das verheißt nichts Gutes, Irving. Genug, es gibt dazu nichts mehr zu sagen. Ach komm, muss ich den Zirkel für immer verlassen? Der Zirkel vergisst die Seinen nie. Aber ab jetzt sind die Grauen Wächter eure Familie. Es wird traurig sein, den Zirkel zu verlassen. Du wirst dir deinen eigenen Platz in der Welt schaffen. Komm, dein neues Leben wartet. Na toll. Dann, ciao Leute. War schön mit euch. Ich gehe endlich in die große, weite Welt hinaus. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige Graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Schön. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin. Ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig.